Grüß euch, ich bin der Berger Stefan. Seid jetzt da bei mir auf meinem landwirtschaftlichen Betrieb in Seon. Das ist in Oberbayern. Und wie gesagt, ich habe einen landwirtschaftlichen Betrieb. Habe noch Viehhaltung, aber nicht mehr so viel. Ich habe mich mehr auf die Fernwärme, sage ich mal, spezialisiert seit 2012. Ich habe da im Hintergrund ist meine Heizanlage mit 2x200 kW Kessel von der Firma Hagassner. Habe jetzt seit letzten Jahres habe ich jetzt noch eine KWK-Anlage dazu gekriegt mit 20 kW elektrisch und 60 kW Wärme. Ich versorge mit der Wärme die ganzen Gebäude im Hintergrund. Das ist einmal die Schule, dann die Turnhalle, dann das Lehrerwohnhaus, der Kindergarten, die Behindertenwohnheime und zusätzlich noch meinen landwirtschaftlichen Hof mit einem angeschlossenen Bürgertreff. Ich habe bis jetzt auf keinem Dach nur Photovoltaik, weil ich da jetzt nicht ganz so überzeugt bin und ich wollte eigentlich jetzt meinen Strom einfach selber produzieren. Ich bin da ein bisschen Idealist, ich möchte es einfach selber haben, ich möchte da rund um die Uhr meinen Strom produzieren. Der super Nebeneffekt ist natürlich nur die 60 kW Wärme, die wohl produziert werden, die ich natürlich in meinem Netz natürlich super brauchen kann, auch im Sommer, wenn diese Last nicht so groß ist, reichen mir jetzt die 60 kW Wärme von der KWK-Anlage. Ich kann es bloß von meiner Lage aus beurteilen und bei mir hat sich das halt ergeben, weil diese Gebäude, diese großen Abnehmer, die ich habe, natürlich ziemlich in der Nähe liegen. Wir haben eine Leitungslänge von 350 Meter gehabt, damals, wo wir eingraben haben müssen. Das ist jetzt keine Entfernung nicht. Durch das hat sich das halt angeboten. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, haben sie alle zufrieden. Jeder sagt super, wir zahlen das, was auf dem Zähler draufsteht. Uns geht die ganze Anlage nicht so. Wir brauchen keinen Kaminkehrer, wir brauchen keine Investitionen nicht starten. Jetzt noch dazu mit den steigenden Preisen, haben wir natürlich voll auf der guten Seite jetzt. Grüß euch, ich bin der Schickbauer Martin. Ich war bei dem Projekt der Projektplaner von Seiten der Firma Hagassner und habe das Projekt betreut und möchte euch nur ein paar kleine technische Details dazu präsentieren. Herzstück der ganzen Anlage ist ein Fertig-Modulsystem in Containerbauweise von der Firma Hagassner mit 2x200 kW WTH Hartgutkesselanlagen, die über Befüllsystem in den gemeinsamen Doppelstockcontainer im Hintergrund beschickt werden. Wie gesagt, 400 kW Gesamtspitzenleistung aus 2 Einzelkessel hat den Vorteil, dass ich auch in der Sommerlast oder im Schwachlastbetrieb noch einen Kessel fahren muss und trotzdem eine Redundanz da ist im Doppelkesselbereich und im Winter, wenn es ganz kalt ist, beide Kessel die 400 kW Spitzenlast erzeugen können. Das System rundet ab einen Pufferspeicher, der im hinterliegenden Gebäude steht mit 20.000 Liter, der immer Lastspitzen und den Lastausgleich machen kann. Ja, und im Jahr 2020 hat sich der Stefan dazu entschlossen, dass wir das Ganze nochmal abrunden und die thermische Grundlast sowie die elektrische Last des Betriebes mit einer Kraft-Wärme-Kupplung und einer KWK-Anlage zu erweitern. Das passt perfekt dazu, auch wieder mit einer Heizmodulbauweise hat man das Ganze dann baulich ergänzt. Und das Ganze schauen wir uns jetzt einfach nochmal an, da schauen wir auch nochmal rein. Ja, Kraft-Wärme-Kupplung, was bedeutet das überhaupt? Kraft-Wärme-Kupplung steht dafür, dass ich eben die Wärme aus den Hochschnitzel erzeugt, aber eben auch elektrische Energie daraus erzeugen kann. Wie funktioniert das? Das Ganze funktioniert ähnlich wie bei einer Hochschnitzelheizung mit einer Hochgutzubringung, mit einer Raumaustragung, mit einer Schnecke, die den Kessel bestückt und beschickt. Und dann ist im linken Bereich jetzt die Vergasereinheit, wo ein Reformer drinnen sitzt, also ein Biomasse-Vergaser, der wirklich und der Sauerstoffabschluss mit hoher Energie, also mit hoher Temperatur, die Hochschüssel aufspaltet und das Holzgas erzeugt. Das heißt, da ist ein Sauerstoffmangel und es entsteht keine direkte Verbrennung, sondern wirklich eine reine Holzvergasung. Und dieser Holzvergasungsprozess, der entsteht hier in diesem Vergaser. Dann wird das Holzgas wird dann nach unten durchgesaugt, wird abgekühlt, wird gefiltert durch die Filtereinheit, ebenfalls da in der Einheit verbaut. Und dann wird das Holzgas, das saubere gekühlte Holzgas über Leitungen, über Edelstahlleitungen zur zweiten Einheit rübergeleitet, wo dann der Motor drinnen sitzt. Oder? Dann sitzt dann ein Vierzylinder Dieselmotor, der das Holzgas wie nach dem Otto-Prinzip verbrennt. Das heißt, der Motor ist mit Zündkerzen bestückt und verbrennt das ganze Holzgas ähnlich wie ein normaler Gasmotor. Der Motor ist dann angeflanscht an einen Generator, der auch wassergekühlt ist und der Generator, der dann die elektrische Energie ins Netz bzw. den Eigenverbrauch vom Stefan dann einspeist. Das ganze System ist thermisch extrem gut abgeschottet, sprich darin ist es eigentlich gar nicht warm, sondern weil der ganze Prozess gekühlt wird. Und die kühlende Energie ist eben dann das Heizungswasser, die 60 kW thermische Energie, die wir zusätzlich rausholen. Also ich habe eine Gesamtenergie von 85 kW und davon entstehen 60 kW Wärme und 20 kW elektrischer Strom. Wenn man die Voraussetzungen hat, ein bisschen technisch versiert ist, auch Lust hat, das zu machen,
dann ist das zu empfehlen. Nur zu jetzt, wo man eigentlich wirklich weg möchte von diesen fossilen Energieträgern, Kohle, Gas, Öl, ganz klar muss man sowas gehen.